Planung kann man das ja noch nicht nennen, sondern ihren politischen Kompromiss für den Haushalt 2024 blicken, dann muss ich ganz offen sagen, das ist kein guter Kompromiss für dieses Land. Es ist eher der Versuch, den Riss in Ihrer Ampel zu kitten. Ihnen ist der Klebstoff in der Größenordnung von 60 Milliarden Euro abhandengekommen, und jetzt muss die Lücke anderweitig geschlossen werden.